so viel ist klar. Der Expander in der Mülltonne gehört Yale. Weekly hier, die Legende von What's News? Hey, Weekly, hier ist... John, hast du meine Fotos gekriegt? Ja, und... Das Nashorn ist ganz schön gehörnt, was? Und die Kleine, mein lieber Scholli. Willst du, dass ich ihren Namen für dich rauskriege? Bitte, 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 bitte. Nein, Weekly, hör mal. Das Nashorn ist vorbeigekommen und hat mir Geld angeboten, damit ich die Klappe halte. Von letzterem. So ist's fein. Gut gemacht, Blackset. Die Hälfte der Kohle gehört dir. Ja. Gut, lass uns das Thema wechseln. Hey, ich habe gehört, dass in diesem Boxclub irgendwas faul ist. Wie hieß der noch gleich? Dunst Jim. War da nicht einer von deinen Kumpeln? Kannst du den nicht mal fragen? Hab gehört, den Laden schmeißt jetzt eine Frau. Einen Boxclub. Das nenne ich mal einen Knüller. Ich bin sogar gerade an einem Fall für die Boxclub-Besitzerin dran. Will sehen, was ich tun kann, okay? Ich ruf dich an. Danke, Mann. Du hast mir den Tag gerettet. Hier, Blacksad. Bitte sagen Sie jetzt nicht, dass mein Mann... Ja, Mrs. Colbert. Ich fürchte, es war richtig, mich anzuheuern. Oh, dieser schmierige Taugenichts. Dem reiß ich das Horn aus.
Joe Dunn, der Boxtrainer. Haben Sie etwas über seinen Tod gehört? Blackshead, sind Sie das? Erwischt. Wie läuft's denn so, Herr Kommissar? Ah, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Zu viel Arbeit, wie immer. Was Joe Dunn angeht, der hat sich erhängt. Fertig. Ich habe zu viel zu tun, John. Ich kann's mir nicht leisten, auch nur einen Mann für diesen Fall abzustellen. Warum fragen Sie? Joe Dunns Tochter hat mich angeheuert. Aber ich kapier's noch immer nicht. Irgendwelche Anzeichen eines Verbrechens. Sein Schüler, Bobby Yale, von dem fehlt jede Spur, seit Dunn sich erhängt hat. Tja, sein Trainer hat sich einige Wochen vor seinem großen Kampf umgebracht. Der sitzt in irgendeiner Gosse und kippt billigen Fusel. Also, werden Sie mir helfen? Wenn ich das nur könnte, John. Wie auch immer, ich habe leider nichts Brauchbares, was ich an Sie weitergeben könnte. Und mir scheint, Sie auch nicht. Aber wenn Sie auf etwas stoßen sollten, rufen Sie mich an. Wir sind schon sehr lange befreundet. Und Sie glauben, dass sich zwei alte Freunde über so etwas am Telefon unterhalten? Schön von Ihnen zu hören, John. Passen Sie auf sich auf. Vermutlich bin ich der letzte New Yorker ohne Fernseher. Vielleicht sollte ich mein Bestechungsgeld dafür ausgeben. Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Danke, Mr. Blackshead. Legt der Briefträger die Post immer auf den Boden? Ich weiß nicht, ich... Was ist los? Das ist der Ehering meiner Mutter. Wurde er gestohlen? Keine Ahnung. Mein Vater trug den nach ihrem Tod am kleinen Finger. Nicht immer, wie es scheint. Werden Sie für mich rauskriegen, warum? Ich versuch's, aber da gibt es noch etwas, das mir Sorgen macht. Das hier könnte etwas zu tun haben mit... Mit dem Tod Ihres Vaters und Bobby Yales Verschwinden. Ach Gott,
Ja, könnte sein. Große, strahlende Augen. Sie sieht bestens ausgeruht aus. Entweder trauert sie nicht um ihren Vater, oder sie ist ein Schminkprofi. Schöner, regelmäßiger Puls. Was ist denn? Da macht einer Fotos vom Dach aus. Sind Sie sicher? Das sehe ich mir an. Für wen ist denn das Sand? Ah, Wakely. Was zur Hölle machst du hier? Ist das nicht Cassidy? Wechsle ja nicht das Thema, du mieser kleiner Dreckiger. Warum klären wir das nicht bei einem Eis, John? Wie in den guten alten Zeiten. Wie bist du hier aufgekommen? Ich will nicht, dass dich irgendwer sieht. Selbst der erbärmlichste Wicht hat eine besondere Gabe. Etwas, das ihn oder sie besonders und kennenswert macht. Der stinkende Wakely ist da keine Ausnahme. Ganz gleich, was er anstellt. Es ist unmöglich, ihm lange böse zu sein. Oh, dieser Bourbon Shake ist köstlich. Mal probieren? Du weißt, dass ich keine Milch mag. Dein Pech. Also, Joe Dunn erhängt sich und hinterlässt den Boxclub seiner Tochter. Was sie zur ersten Frau macht, die einen Boxclub leitet, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sich Dunn selbst umgebracht hat. Was? Hast du einen Verdächtigen? Irgendwelche Spuren? Nein, nur so eine Ahnung. Wobei, ich habe den Mörder noch nicht identifizieren können. Nun spielt eigentlich keine Rolle, nur so eine Ahnung. Würde ich nicht mein Leben drauf verwetten. Ich habe da noch andere Verdächtige. Etwa O'Leary, den Buchmacher. Das mit O'Leary? Der gleiche O'Leary, der mal mit Helen Moore zusammen war? Mit Amerikas Nummer 1 Schnuckel? Also das ist meine Frau. Und dann wäre da dieses Walross. Wer war der Typ überhaupt? Komm schon, du hast noch nie von Frank Cassidy gehört? Dem Präsidenten des Verbands der Boxmanager? Der ist zudem der Agent von Stone, dem Gegner von Bobby Yale. Hey, der könnte doch ein Motiv haben, oder? Hm. Der könnte doch was über Dunns Tod wissen, oder? Ich beschloss, Wakely zu bitten, Cassidy unter die Lupe zu nehmen. Warum? Wakely hatte recht. Cassidy hätte ein Motiv haben können, Dunn zu ermorden. Und Wakely war bereits zu neugierig. Je weiter ich ihn vom Boxclub fernhalten konnte, desto besser. Aber bei Wakely ist man nie sicher, was am besten wäre. Sollte ich ihm einen Befehl geben oder eine subtile Andeutung fallen lassen?
Also, da du ja Cassidy für einen Verdächtigen hältst. Schau mal, was du so rauskriegen kannst. Alles klar. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Sag Sonja Dunn, dass ein legendärer Journalist von What's News ein Interview mit ihr möchte. Weekly, bitte. Tja, falls nicht, dann bye-bye, Cassidy. Nun gut, ich will sehen, was ich tun kann. Super, dann wäre das also geregelt. Und? War denn jemand auf dem Dach? In der Tat. Aber das war nur ein Freund von mir. Ach, dann spionieren mir jetzt Ihre Freunde hinterher. Hören Sie, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe sogar dafür gesorgt, dass er verschwindet. Aber klar doch. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. Ich habe gesehen, wie Sie sich mit einem Kerl namens Cassidy gestritten haben. Was wollte der denn? Sie wissen noch, dass ein Kampf stattfinden muss, um diesen Boxclub zu retten? Nun, Cassidy managt Yales Gegner Stone, den amtierenden Champion. Tritt Bobby nicht an, verliert er Geld. Vielleicht nicht viel, aber doch genug. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Hat den Ring in den Umschlag gesteckt und Sonja dann draufgeschrieben. Aber warum hatte sie überhaupt den Ring? Pernell und Joe Dunn zusammen. Was ist, wenn Marys Geburtsdatum die Kombination für den Tresor ist?
Und da war's. Marys Geburtstag. Eine Woche vor jenem Tag. Sie haben den Safe aufgemacht. Ja, und Sie sollten sich das hier mal ansehen. Was steht denn da? Also schön. Ich denke, das könnte für Ihre Ermittlungen von Interesse sein, Herr Detektiv. Er hat alles mir hinterlassen. Außer einigen Boxtrophäen und Schnickschnack für Bobby Yale. Wann wurde das Testament unterzeichnet? Es wurde vor 4 Jahren geschrieben, nur Wochen nach meinem Umzug nach Buffalo. Meinen Sie, Bobby Yale hat es gelesen, bevor er verschwand? Kann sein. Gut, danke. Scheint eine glückliche Familie gewesen zu sein. Ein paar Kröten. Vielleicht die Portokasse. Hätte nie gedacht, dass Dan eine Waffe hat.